Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Und damit auch herzlich willkommen zum Jahresrückblick. Dieses Jahr sind einige Dinge passiert, die doch nochmal erwähnenswert sind. Und auch einige Dinge, die es nicht in die Videos geschafft haben, die doch eigentlich, ja, im Nachhinein ziemlich witzig waren. Wir haben auch einige Meilensteine dieses Jahr erreicht, wie zum Beispiel der Gründung von Redneck NMS. Und ja, diesen und weiteren Themen widme ich mich diesen Jahr, seht ihr jetzt hier in diesem Video. Ich bin wieder so verplant wie immer, ihr kennt das ja von mir. Deswegen wünsche ich euch einfach viel Spaß und wir fangen einfach mal an mit dem Start des Jahres im Phantasialand mit drei wunderbaren Mädels. Ja, ich bin sehr nass geworden und ich glaube, das Gröbste kennt auch noch jeder, viel Spaß damit. Ich bin gerade in Hamburg, wir haben es gerade 20 vor 2, glaube ich, also es ist draußen dunkel, es ist nur so hell wie durch das Licht, ich weiß noch, ein bisschen runterfahren mit dem Bergsatzverein. So, ab geht er, der Peter, wir bimsen jetzt im Phantasialand. Hier sehen Sie, wie Neuschnee hergestellt wird. Es kommt einfach aus einem Schlauch gespritzt. Ah! Fuck! 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 Diese Aufnahme ist gut! Die Aufnahme ist gut, aber die Situation ist scheiße! Frisch geduscht aus dem Phantasialand geht es nun weiter zum Hamburger Frühjahrsdom. Prinzipiell ist so ein Dombesuch ja nichts großartig Erwähnenswertes. Wäre nicht zum Frühjahrsdom ein Frühjahrsdom-Neuling dabei gewesen, ein Special Guest, und zwar Fabi. Ja, der liebe Amusement View war dabei. Zudem auch die Neuheit Geisterfabrik, die zu dem Besuch allerdings leider noch nicht lief. Dafür schneide ich jetzt aber einfach mehrere Dombesuche zusammen, so dass es so aussieht, als hätte sie da schon funktioniert. Also macht euch keine Sorge, das läuft jetzt schon direkt. Alles easy. Ich schneide einfach alle Frühlingsdombesuche jetzt zusammen. Ich glaube, ich war dieses Jahr auch auf dem Frühlingsdom mit einem ganz besonderen Besuch, wo nämlich keine Freizeitparkfreunde dabei waren, was ich aber trotzdem gefilmt habe, weil ein paar YouTube-Freunde mit dabei waren. Ich lasse mich jetzt einfach genauso überraschen wie ihr auch und dann schauen wir einfach mal, was jetzt auf uns zukommt. Hallo Freunde, jetzt kommt es zu einem neuen Video meinerseits. Wir sind heute auf dem Hamburger Dome. Natürlich mit Nathalie Matthias, mit dem sonst. Natürlich! Und heute, ganz besonders, ein Special Guest, extra importiert aus Süddeutschland, Fabi! Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und sind Sie zufrieden mit Ihrer Ausbeute? Ich habe mir was Besseres auf. Das waren dann auch schon alle meine Besuche auf dem Frühjahrsdom in diesem Jahr. Und dann kamen wir auch schon zu dem ersten Saisonstart, mit dem wir uns hier im Norden vergnügen durften. Und zwar mit dem Saisonstart vom Serengeti-Park. Das erste Mal, dass wir im Serengeti-Park zum Saisonstart da waren. Aber es war ein sehr guter Saisonstart. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Zusammenschnitt. Rainbow Magic Land. Herzlich willkommen zu einem. Nein, zeig! Oh! Stimmt ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Wir sind heute im Serengeti Park. Leute, wir kommen aus der Aquasplash Safari.
Ich bin so voller Endorphine. Das war so witzig. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das Motor ist teilweise einfach so. Das war so geil. Guckt euch das online bei Nathalie an. Das ist einfach... Alter, das ist der Hammer. Wenn ihr es euch macht, das ist der Hammer. Ich kann nicht mehr. Kommen wir zu den nächsten beiden Saisonstarts und auch Eröffnung von Achterbahn, Retracking und Umbauten. Und zwar zu dem Hansapark und Heidepark Saisonstart und der Kolossus-Eröffnung. Ich packe das mal alles so ein bisschen zusammen, weil ja, Hansapark, gute Thematisierung, gutes Essen, alles so wie immer. Großbritannien hätte eröffnet. Heidepark, neue Show, vom Essen bekommt man immer noch Dünnschiss und Kolossus hat halt auf. Deswegen ist das jetzt alles nichts großartig Erwähnenswertes, wodurch ich das einfach zusammenpacke, weil es ist für euch angenehmer zu gucken und für mich einfacher zu schneiden. Hallo Freunde, jetzt kommt zu einem neuen Video von meiner Seite. Wir sind heute im Hansapark zum Hansapark Saisonstart. Frühstück! Wir sind als Einzelne tatsächlich nur hier, weil wegen Nessie und Frühstück. Wie so ein gelecktes Pferd. Ja, Heidepark gab es halt jetzt nicht so großartig irgendwas zu erzählen oder zu erwähnen. Dafür geht es jetzt aber auch direkt nach Dänemark, weil wir in Dänemark waren, so wie jedes Jahr. Und zwar in Djursholmland zu unserem ersten Ride von Tigeren. Und in Freibad, dort in dieses Rutschenparadies. Ja, naja, Paradies. Auf jeden Fall waren wir im Djursholmland und im Legoland. Und viel Spaß jetzt mit diesen Ausschnitten. Aus Juwelen und ich habe den Fail des Tages gehabt. Das war so eine richtig bildhübsche Mitarbeiterin. Ne? Spricht sie so an, so, are you clear? Und ich dachte mir so, sorry, Englisch? So, are you ready? Und ich dachte so, fuck, yes. Ja, man hat so in ihrem Gesicht gesehen, so, you fucking Germans. So stupid bastards. Es gibt nicht zu früh. Es gibt nie zu früh für Lego. Nein. Nachdem Jules und Lego nicht ganz so spannend waren, war ich tatsächlich sehr froh, dass ich eine Einladung für den 1.7. bekommen habe nach Holland ins Walibi zur Eröffnung von Untamed, wo ich tatsächlich auch einige YouTube-Kollegen treffen konnte, einige aus der Freizeitpark-Community, dass ich auch tatsächlich auch international, boah, da hört das Sprechen schon wieder bei mir auf, Mann, Kinders. Auf jeden Fall, ja genau, den habe ich auch getroffen, auf jeden Fall
haben wir jetzt hier ein paar wunderhübsche Bilder von Untamed mit dem Thema Love. So, mein Excitement-Level steigt gerade auf plus 2000. Wir haben jetzt Lanyards bekommen, unsere Wristbands. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, also Tickets, was auch immer. Moin, Patrick. Jetzt geht's gleich los. Kurzes DEFCON-Review, wie war? Geil, heiß und geil. Sehr schön. DEFCON 1. Hier. Nach der Escalante in Valaibai geht es nun weiter mit der Escalante in Europa-Park, wo wir einfach mit, ich weiß nicht, wie viele Menschen wir waren, sehr viele Menschen, und dann haben wir einfach 3 Tage den Europa-Park auseinandergenommen und am Ende kannte uns jeder Mitarbeiter. Das war sehr schön und ein sehr tolles Gefühl, und ich hoffe, ich kann es jetzt irgendwie nett in 1-2 Minuten zusammenschneiden, damit das nicht so eskaliert wie die Videos selber dazu, wo einfach ein Video 45 Minuten geht und die eine halbe Stunde davon ist der Wald und die Bäume. Das bringt ja niemanden was auf Dauer. Deswegen jetzt viel Spaß mit diesem kurzen Zusammenschnitt. So, wir sind jetzt gerade mitten in der Rallye. Wir sind schon sehr viel gelaufen, haben schon sehr viel gemacht, aber wir haben das alles gefilmt, weil wir halt in Zeitstress sind, weil wir die Ersten sein wollen, weil es gibt Preise zu gewinnen. Und Ehre. Und deswegen laufen wir viel, und ich habe jetzt erst angefangen zu filmen, weil Phil gesagt hat, was filmst du denn? Holland, Alter. Hier! Oder? Keine Ahnung. Da oben. Aber da vielleicht oben ist auch Skandinavien. Stimmt. Das ist Holland hier unten auf der Ecke. Ey, lass mal eine Kette machen, lass mal eine Festzeit. Ja, Festzeit. Wir müssen so eingreifen. Komm in die Aufhalten. Achtung, Mouvement. Das ist ein Nachhaltiges.
aufgefallen, ich habe noch keine dumme Aufnahme mit Filmplan heute. Ja, machen wir jetzt eine. Ja, was machen wir? Weiß ich nicht. ERT! 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 Ja! Moschpit! Moschpit! Lass mal machen. Also ich bin dabei. Auch nach einer Viertelstunde nimmt das Jahr kein Ende. Nach dem Europapark-Fantreffen wurde ich eingeladen vom Abenteuerland Lüneburger Heide zur Eröffnung. Eine, ja, für mich das beste, die beste Trampolinhalle, in der ich jemals war. Gut, in so vielen war ich auch noch nicht. Aber die haben alles, was das Herz begehrt. Die haben Trampolinspringen, die haben VR-Trampolinspringen, die haben Indoor-Klettern, die haben eine Indoor-Seilbahn, die haben Indoor-Bouldern, die haben Ninja-Parcours, die haben ein Völkerball-Trampolinfeld, die haben Sport-Trampoline, die haben Slush-Eis, die haben alles, was das Herz begehrt. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, einfach nochmal. Geht ins Abenteuerland, fahrt ins Abenteuerland, gerade jetzt zur Offseason. Verbringt einfach da mal einen netten Tag und ja, gönnt euch und sagt mir Bescheid, wenn ihr da wart und wie ihr es dort fandet. Ach ja, das Abenteuerland. Immer wieder schön dort. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Bilder aus dem Karls-Erlebnisdorf, Karls-Erdbeerhof, wie man es auch nennen möchte. Weil wir nämlich jetzt ein bisschen gemerkt haben, dass es eigentlich ganz geil dort ist. Also wir haben es für uns entdeckt. Und danach zeige ich euch ein bisschen was vom Heidepark, Saisonabschluss und Winterdom. Und dann kommen wir dann auch schon zum witzigen Teil dieses Jahresrückblicks. Also seid gespannt, bleibt dran. Ja, denn wer dran bleibt, da passt nichts, sag ich immer. Ne? Das ist wie im wahren Leben hier. Okay, letzte Chance, wer hat noch die Brühe? Wer nimmt sie weg? Geil. Drei, zwei, jetzt! Ah. So, dann kommen jetzt endlich die letzten. Haben wir eine Stunde gewartet auf alle und dann passt das auch. Stoppi ist mein Mann, der ist auch nicht verkleidet. Bester Ehrenstoppi hier. Fast am Ende unserer kleinen Reise durch das Jahr 2019. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn ich habe es zwischendurch immer wieder angeteasert und am Anfang auch schon erwähnt. Die aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer waren da voll mit dabei.
Ich hätte es wahrscheinlich jetzt schon wieder vergessen. Aber eine Sache habe ich für euch noch im Petto. Und zwar die Geburtsstunde von Redneck NMS. Die Geburtsstunde von etwas, was wir immer wieder ausgraben werden, um uns gegenseitig selber zu zerstören. Auf allerhöchstem professionellen Maße. Genau. Die Geburtsstunde will ich euch nicht vorenthalten, da sie auch dieses Jahr passiert ist. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Geburtsstunde von Redneck NMS als Abschluss, als Geschenk von mir an euch. Wie es nächstes Jahr weitergeht, werden wir dann gemeinsam schauen, da ich selber noch keine Ahnung habe. Ja, ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Ganz viel Gesundheit, ganz viel Glück, ganz viel Geld und ganz viel Liebe. Falls ihr das auf einmal wollt, geht in einen Casino-Puff. Spaß beiseite. Ich wünsche euch alles Gute, haut rein und dann sehen wir uns nächstes Jahr, wenn es wieder heißt Live It Now. Bis dahin. Ciao. So, es folgt gleich eine mittelgroße bis sehr große Dummheit. Hey, das ist witzig. Featuring Nordisch Wolf. Live It Now Extreme ist das, ja? Und featuring dieser Bürostuhl hier. Ihr könnt gespannt sein. Oh, featuring ein Auto, featuring ein Seil. Du bist nicht dumm, guck dir an, was du gerade machst. Da muss ich gleich mal Verschluckt, naja. Hallo, das ist kurz so ein neues Video meinerseits.